Die weltweite Evangelische Allianz hat sich erfolgreich für Religionsfreiheit und verfolgte Christen eingesetzt. Das berichtet ihr Generalsekretär Bischof Ephraim Tendero in einem Interview mit IDEA Schweiz. So habe er 2017 in Gesprächen mit führenden Repräsentanten des Kosovo dazu beigetragen, dass ein restriktiver Entwurf eines Religionsgesetzes nicht umgesetzt worden sei. Außerdem habe er im Kontakt mit einer sudanesischen Botschaft zusammen mit anderen dazu beigetragen, dass in dem nordostafrikanischen Land inhaftierte Christen freigelassen wurden. Wenn wir so im Rahmen der WEA zusammenarbeiten, können wir eine wirksame Stimme haben, so Tendero. Der Evangelikale Dachverband repräsentiert rund 600 Millionen Christen weltweit. Die Ehe steht wieder höher im Kurs. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes gaben sich im vergangenen Jahr knapp 450.000 Paare das Ja-Wort. Das sind 10,3% mehr als im Jahr 2017. Rückläufig dagegen sind die Zahlen der Ehescheidungen. Sie lag bei 148.000. Das entspricht einem Rückgang um 3,5% zum Vorjahr. Das Institut für Demografie, Allgemeinwohl und Familie begrüßt die Entwicklung. Wer heute in einer Ehe lebe, lebe sie bewusster. Das umso mehr, je religiöser fundiert die Ehe ist. Zwei Drittel aller Ehen in Deutschland halten ein Leben lang und die meisten dieser Ehen haben ein religiöses Fundament, schreibt der IDAF-Geschäftsführer Jürgen Leminski. Hunderttausende Menschen in Hongkong demonstrieren seit Wochen gegen die Regierung. Auslöser war ein inzwischen auf Eis gelegter Gesetzentwurf zur Auslieferung Verdächtiger an das Festland China. Kritiker befürchten, dass die Regierung in Peking das Gesetz für politische Zwecke missbrauchen könnte. Regierungskritische Christen und Menschenrechtsaktivisten könnten beispielsweise an chinesische Behörden unter kommunistischer Führung ausgeliefert werden. Dort könnten ihnen erzwungene Geständnisse und Folter drohen, so die Kritiker. Zehntausende aus 35 Ländern trafen sich währenddessen bei der Chinese Homecoming-Konferenz in Hongkong, um für die Einheit des Leibes Christi, insbesondere auch des asiatischen Raums, einzustehen. Es ist ein Erwachen und eine Aufforderung an die Länder und Nationen, uns über unsere Bestimmung aufzuklären. Ich dachte während der Veranstaltung, es sei nur ein Event, aber später wurde mir klar, dass dies ein Aufruf von Gott an die ganze Nation und die chinesische Identität ist. Wir sollten junge Menschen unterstützen. Sie sind jetzt die Hoffnungsträger. Sie haben auch das Gefühl, sie können den Kampf nicht alleine führen. Also brauchen sie die chinesische und koreanische Familie, um sich gegenseitig zu unterstützen und vorwärts zu kommen. In China gibt es Schätzungen zufolge etwa 100 Millionen Christen. Sie leiden teilweise unter starker Kontrolle, Verhaftungen und körperlichen Angriffen.